Hallo und willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute nämlich meine Sommerfavoriten für euch. Der Sommer steht in der Tür. Wir hatten hier gestern einfach 29 Grad oder so. Es war super angenehm, weil so eine leichte Brise noch mitwehte. Genau mein Wetter. Ihr könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das schon zu warm wäre. Also was ist eure liebste Jahreszeit? Mögt ihr das genau wie ich auch so richtig warm, mollig oder geht ihr ein? Also habe ich auch vollstes Verständnis für. Bin sehr, sehr interessiert, ja, welche eure liebste Jahreszeit ist. Jedenfalls werde ich ganz oft gefragt, speziell im Sommer, welche Sonnencremes ich so verwende und empfehlen kann. Ich habe mich natürlich schon großflächig durchgetestet und es gibt viele, die gut funktionieren, aber besonders gut und auch besonders empfehlen möchte ich dieses Fluid hier von La Roche-Posay, speziell für unter das Make-up. Das schüttelt man, es ist fast wie Wasser, hat eine super, super flüssige Textur, klebt nicht, bappt nicht, zieht schnell ein und ihr könnt es perfekt als zusätzlichen Schutz eben unter die Foundation geben und sie ist gleichzeitig Feuchtigkeit spendend. Ich liebe das. Will ich allen meinen Freundinnen, kaufe ich mir jede Saison wieder nach. Und was ich dieses Jahr tatsächlich für mich entdeckt habe, ganz neu, ist die Visan Sonnencreme. Die hat einfach so einen ganz, ganz tollen Duft. Wir hatten die mit auf meinem JGA. Ich hatte auf meiner Packliste stehen, dass ich Sonnencreme mitnehmen soll. Und die hat mich wohl so vom Packaging einfach angesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch an meinen DM-Haul, wo ich sie das erste Mal mitgenommen habe. Wirklich für Mädels. Wir haben so geschmiert, wir waren so in love. Und leider hatte ich nur eine Packung mit, die war so schnell leer. Gibt es halt auch in unterschiedlichen Lichtschutzstärken. 50er ist bei mir ein Muss, gerade wenn ich Sonnenbade oder so, aber die ist wirklich super angenehm. Auch die klebt nicht. Die umhüllt dich mit so einem besonderen Duft und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man so Gerüche dann mit etwas Besonderem verbindet und das ist bei mir auf jeden Fall meine JGA-Zeit mit meinen Mädels. Also deswegen steht die ganz, ganz hoch im Kurs, aber nicht nur eben wegen dieser Verbindung, sondern auch, weil sie wirklich einen guten Job macht. Keine von uns hat sich verbrannt. Also Packaging toll, Geruch toll, Textur toll, alles toll. Ich möchte euch auch nochmal diesen Labello hier ans Herz legen. Der hat nämlich so einen Cooling-Effekt auf den Lippen, was mir persönlich ganz gut gefällt. Der hat jetzt nicht so eine krasse Farbe. Ich gebe jetzt momentan nichts drauf. Ich war ja gerade frisch zum Auffrischen meiner Lippenpigmentierung. Das sollte jetzt Ende der Woche komplett abgeklungen sein. Dann ist die Farbe auch ein bisschen dezenter und dann kann ich auch wieder Lipgloss, Lippenstift und auch diesen Labello drüber geben. Wenn ihr aber eure Lippen pflegen wollt, speziell jetzt in den Sonnentagen und so einen Cooling-Effekt genießen möchtet, dann schaut euch den mal an. Der ist auch wirklich gar nicht teuer. Ich habe noch ein paar Beauty-Sachen mit am Start, aber ich möchte euch einen Summer-Drink empfehlen von More Nutrition. Und zwar ist das sogar noch ein Proteindrink. Vielleicht kennt ihr das irgendwie so Standard aus dem Fitnessstudio, diese cremigen Shakes, die es irgendwie so Vanille, Schoko-Geschmack etc. gibt. Und gerade im Sommer, finde ich, gehen die, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Milchshake draus macht mit Früchten und Eis, relativ schwer runter. Und da greife ich auf diese More Clears hier zurück. Die sind einfach wie ein Eistee. Es ist ein Proteinshake, also hier ist volle Power Protein drin. Es ist ein Whey-Protein, was man mit Wasser, am besten eiskaltem Wasser und auch Eiswürfeln aufgießt. Ich achte darauf, dass meine Proteinzufuhr wirklich reichhaltig ist. Also bei jeder Mahlzeit ist ordentlich Protein dabei und auch zwischendurch stocke ich meinen Proteinbedarf auf. Das heißt also, ich snacke und ich trinke Proteine. Ich habe hier mal den Geschmack Summer Orange. Schmeckt so ein bisschen wie dieses Capri-Eis, ein bisschen säuerlicher. Aber Honey Melon ist bei uns gerade alle. Liebe ich auch sehr. Peach Hibiscus, auch eine ganz tolle Sorte. Da müsst ihr mal gucken, was so eure Geschmacksknospen trifft, was ihr gerne mögt. Und ich wollte euch aber diese Empfehlung auf jeden Fall aussprechen, weil das kennt noch nicht jeder. Es ist, finde ich, was sehr Besonderes, einfach so einen Proteinshake in Eisteeform zu genießen. Mega, mega geil. Übrigens habe ich auch einen Rabattcode von More Nutrition, der ist immer gültig. Ich schreibe euch das gerne unten in die Videobeschreibung rein und packe euch auch den Link dazu. Dann, nur dass ihr es mal gehört habt, der lautet Diana. Und mit dem kriegt ihr immer den besten Preis auf der Seite. Das heißt also, der ist kombinierbar mit den Rabattaktionen und ihr kriegt auch alles andere, was auch mal nicht reduziert ist, 10%. Also immer Best Price. Dann geht's weiter mit etwas Fashion, ihr Lieben. Bevor wir jetzt wirklich gleich wieder rüber zum Beauty-Bereich switchen, aber ich weiß, ihr seid auch ein bisschen rundum interessiert. Ich möchte euch ganz gerne diese wunderschönen Schüchen empfehlen. Die habe ich bei Shein bestellt, schon vor Ewigkeiten. Ich glaube vor
3 Jahren oder so. Die gibt es aber immer noch. Ich habe extra geschaut. Ich habe sie mir sogar nochmal nachbestellt. Denn ich habe sie mir nochmal in weiß mit einem Glitzerriemchen geholt für mein standesamtliches Outfit. Fand ich die nämlich ganz schön, weil die sau bequem sind. Ihr seht das, der Absatz ist nicht zu hoch. Dieser Schuh ist auch so schlecht. Und das Penny meinte letztens, als wir im Taufe waren, Schatz, deine Schuhe sind irgendwie voll schön. Getragen sehen die wirklich total toll aus. Ich hatte sie mit auf Mallorca und ich hatte sie jeden verdammten Abend zum Essen an. Ich hab's geliebt und die waren so, so, so bequem und haben mich wirklich durch eine ganz, ganz tolle Zeit begleitet. Und auch jetzt, wenn irgendwie besondere Events anstehen, wo ich weiß, ich müsste etwas länger stehen oder etwas länger drauf aushalten, sind die wirklich immer am Start, weil die zu jedem Outfit richtig gut passen und wirklich auch tragbar sind. Linke ich euch natürlich auch unten in die Infobox rein, wie alles andere auch. Dann habe ich etwas nicht mitgenommen, weil es sich heute einfach nicht angeboten hat. Ich werde euch aber ein Try-On hier einblenden. Ich denke immer, oh Gott, ich nerv die bestimmt schon, weil ich gefühlt jeden Tag meine Musselinblusen trage. Aber dennoch werde ich jedes Mal, wenn ich eine Musselinbluse trage, gefragt, woher die ist. Ich kaufe meine Musselinblusen entweder bei Lady Politten oder bei Sassy Classy. Das sind so meine Shops. Die haben wirklich super viele Farben. Beide immer so unterschiedliche. Und je nachdem, worauf ich Bock habe, bestelle ich da immer irgendwas mit. Der Musselinstoff ist aber so, so toll. Damit ist man perfekt temperiert. Also man schwitzt da drin nicht so. Er ist aber auch nicht zu dünn. Dass es auch, wenn es etwas kühler ist, etwas windiger ist, schön schützt. Und das ist einfach ein ganz, ganz toller Stoff, den ich mittlerweile zu meinen Lieblingsstoffen zählen kann. Ich habe mir jetzt mittlerweile auch eine Short bestellt. Ich habe eine lange Hose, dass ich das so als Set trage. Also Musselin ist bei mir wirklich ganz hoch im Kurs. So ihr Lieben, ich habe mal meine Nipple Patches rausgekramt, die ich aktuell gerade so in Verwendung habe. Für diejenigen, die damit nichts anfangen können. Das sind so Silikonpads, die man sich über die Brustwarze klebt, um damit eben, ja, den dunklen Bereich etwas zu kaschieren, wenn man zum Beispiel so einen Top trägt wie ich heute. Und ich vermeide damit, dass man einen Nippelblitzer hat. Das würde ich jetzt nicht so schlimm finden, aber ich persönlich fühle mich immer unwohl, wenn man meine Nippel durch ein T-Shirt irgendwie durchstempeln sieht. Deswegen klebe ich mir sowas immer ganz gerne auf. Und das eignet sich perfekt für rückenfreie Kleider, für Off-Shoulder-Blusen, für Spaghetti-Träger, Tops, die so ganz dünne Riemchen haben, weil ich es hasse, wenn man den BH irgendwo durchsieht. Sei es die Träger oder eben hinten der ganze Bereich. Da sind die perfekt für. Gerade ich habe halt nicht so eine große Oberweite, ich sag's ja immer wieder. Da reicht das vollkommen aus, wenn ich zum Beispiel sowas aufklebe. Wenn ich ein bisschen mehr Halt haben möchte, dann gibt es zum Beispiel auch welche mit einem Tape oben dran, dass man nochmal ein bisschen lüften kann. Genau, und die gibt es halt in unterschiedlichen Varianten. Hier seht ihr das auch nochmal. Das kann man sich dann auch so zurechtschneiden, wie es für einen persönlich passt und vielleicht auch für das Teil, was man damit kombinieren möchte. Ich bestelle die immer bei Amazon. Da sind sie mit am günstigsten und halten auch tatsächlich sehr gut. Also ich schwitze mit den Dingern und man kann sie tatsächlich mehrfach verwenden. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan, auch schon seit Jahren. Und speziell im Sommer ist das für mich persönlich ein absolutes Must-Have, weil ich eben so leichte Oberteile im Sommer super gerne trage. Was ich euch tatsächlich nicht so empfehlen kann, wer hier aktiv ist auf meinem Kanal, der hat das auch schon gesehen, aber ich möchte es in diesem Zusammenhang nochmal erwähnen, sind diese gehypten Nipplies. Die halten bei mir persönlich gar nicht, also die haben überhaupt keine Klebkraft. Ich glaube, die sollen eher mehr diesen Saugnapf-Effekt haben, aber das hält bei mir nicht. Die verrutschen und tatsächlich ist mir einer schon mal aus dem Kleid unten rausgefallen. Super unangenehm. Diese hier im Gegenzug, ich glaube, das könnt ihr ganz gut sehen, kleben wirklich bombenfest. Da kann ich noch so mich hier bewegen. Nicht, dass meine Brust solche Bewegungen machen würde. Aber ich glaube, ihr seht den Unterschied dann schon. Ich bin wirklich Nibble-Batch-Experte. Da ist das schon runtergefallen. Und nochmal. Richtig ran. Und den auch. Und das hält da auch nicht mehr aus. Also, ich glaube, ohne euch jetzt meine Boobs präsentieren zu müssen, habt ihr schon mal die Live-Demonstration gesehen. Und ich bin gespannt, ob das auch was für euch ist. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Also, ich liebe die Dinger und habe auch meine Mädels bereits damit schon infiziert, wenn man so will. Der Philips Lumea ist auch ein Must-Have, meiner Meinung nach, für den Sommer, Frühling, wann auch immer ihr haarfrei sein möchtet. Der ist ein bisschen kostspieliger,
aber lohnt sich sehr. Ich habe euch mal ein umfangreiches Video abgedreht und ich, witzig, jetzt habe ich gerade das Thumbnail von diesem Video im Kopf und ich glaube, ich habe sogar in dem Video das gleiche Oberteil getragen wie heute. Das ist ein Haarentfernungsgerät, was für die dauerhafte Haarentfernung zuständig ist. Kein Laser, ganz wichtig, das ist Intense Pulse Light, was die Haarwurzel trifft, sie zum Einschlafen bringt und dafür sorgt, dass das Haar eben nicht mehr nachwächst. Es ist einfach ein mega Vorteil, wenn man haarfrei sein möchte, dieses Teil sich mal anzuschauen. Dazu muss ich aber auch sagen, das ist nicht für jeden was. Also je größer der Kontrast zwischen Haut und Haar, umso besser funktioniert das Gerät. Wenn du jetzt wirklich ganz, ganz helle Haare hast und auch eine helle Haut, dann könntest du Schwierigkeiten haben. Aber wie gesagt, ich habe dazu ein umfangreiches Video abgedreht. Erkläre da hoffentlich alle Fragen, die noch offen sind. Links hier oben ins i rein, bevor ihr jetzt Feuer gebt in diesen Kommentaren. Könnt ihr natürlich gerne machen, feuerfrei. Aber vielleicht wird vieles schon in dem Video beantwortet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und ja, wenn ihr ein bisschen Feuer in den Kommentaren gebt. Macht das mal. Freue ich mich sehr drüber. Ihr wisst, ich liebe Glow und habe auch einen Glowy Bronzer, der absolute Summer Vibes gibt, wie ich finde. Das ist dieser hier von Kaya. Die Farbe Gold Coast. Der ist nicht zu doll, der gibt so einen ganz, ganz schönen bronzy Schimmer ins Gesicht, was ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Und der hat so eine ganz dezente Pigmentierung dabei, unfassbar schön und passend zum Sommer. Ihr wisst, ich mag die Born This Way Palette von Too Faced sehr gerne, die Natural Nudes. Und ich habe mir, boah, ich glaube auch letztes Jahr, die Sunset Strip Palette bestellt. Und die riecht so nach Urlaub. Ich lieb's und die Farben auch. Also das ist wirklich auch eine ganz, ganz tolle Palette, die bei mir regelmäßig im Einsatz ist. Ich habe heute übrigens Suns Out als Lidschatten auf das bewegliche Lid gegeben. Eine Palette, die ich euch wirklich sehr, sehr für den Sommer empfehlen kann, um so richtige Urlaubsgefühle zu bekommen. Solltest du diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann hol das sehr gerne hier an der Seite nach. Dann freue ich mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können und ich sage bis dann. Tschüss.